Hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest. Ragnarök, wir befinden uns in Asgard. So, ja, wir sind schon den einen Herjarl-Kriegern begegnet und schon auch einigen. Wer ist das hier? Das sind Kriegerinnen von Alfheim. So, eigentlich möchte man nicht gegen diese Wesen kämpfen, aber sie lassen uns nichts anderes übrig. Soweit wir erfahren haben, haben sich die nordischen Götter gegen die Menschen gewandt. Und wir müssen herausfinden, warum das so ist. Und wir kommen unserem Ziel immer näher. Was? Schmeckt meine Axt? Okay. Die ist sehr köstlich. Ja, eigentlich nützt das ja gar nichts, wenn ihr hier diese Lichterscheinungen aussendet. Dann renne ich einfach wieder raus. So, ein Schlachtgeborener. So, oh. Eine Burg. Glatzheim. Der Name sagt mir... Der sagt mir nichts. Ist das... jetzt wollte ich fast sagen, Odins Sitz in Asgard? Glatzheim? So. Natürlich werden wir erst einmal hier... jeden Winkel absuchen. Besserer Gesundheitstrank. Oh. Ja, durch die Steigerung der Attribute sind wir wieder bei 5000 angelangt. Die hatten wir schon mal, die Gesundheitspunkte 5000. Rüstungsgestärkt. Ja, du auch noch. Du bist die Letzte. So, und dann wandern wir hier mal hoch. Du schon wieder? Ja. Hier? Krieger, Walküren, kümmert euch um diesen Eindringling. Du warst doch schon mal da. Okay, na dann kommt mal hier. Wächter Walhals. Oh, der erste ist weg. Das ist wieder ein Mechaniker. Eine belebte Konstruktion, genau. Ups. Ja. Na komm schon. So. So, okay. Das war's, ne? Was ist das? Ja. So. Eine Asenklinge des Verzehrers. So, haben wir den Brunnen der Wiedergeburt. Super. Aber ihr habt hier schöne Gärten. Was ist das? Eine Walküre. Ah, alles klar, eine Walküre. Kommen wir noch nicht runter, dann müssen wir von der anderen Seite irgendwie ran. Kommen. Müssen. So. Aber schön mit Vogelgezwitscher. Eine schöne, ruhige Musik im Hintergrund. Und dann kommt sie. Und wollen einen platt machen. Ja, wir halten Stand. Wir halten Stand. Oh. So.
So, können wir uns gegen eine Walküre? Oh. Die können Gestalten herbeirufen. So, liebe Leute. Oh, ein Rabenschnabel. Rüstungsberster. 3 auf Rüstungsberster. Es ist, da nehmen wir auf jeden Fall mal mit, aber ich glaube, dass es nicht, keine Waffe für unseren Verteidiger ist. Eine sehr schnelle Waffe ist ja meistens dann auf hohe Geschicklichkeit irgendwas. So, ne? Ne, der steht jetzt bloß so da. So. Was ich nämlich jetzt nochmal mitmachen würde wollen, das ist zurückkehren. Und schauen, ob ich noch die beiden Nebenquests gleich erledigen kann. Seht ihr das? Da werden erstmal neue Krieger gerufen. Von den Walküren. Das heißt, mehr Punkte für uns. So. Ja, weg. Da haben wir im Prinzip den Bereich so weit erforscht. Genau. Ja, jetzt wird es natürlich hier mit weitergehen. Dann werden wir hier wahrscheinlich rumkommen irgendwo. Das wird ein Weilchen bedauern. Ja, ich würde gerne ein Portal öffnen. Und würde nochmal zurückkehren nach... in die Schattenlande nicht, nach Skansa. Nach Skansa? Hä? Können wir hier nicht in diesen Ort nach Skansa zurückkehren? Ja, das müssen wir, ne? Wir müssen nach Skansa zurückkehren. Und uns übersetzen lassen? Oder was müssen wir tun? Müssen wir uns übersetzen lassen? Jetzt lädt das natürlich wieder hier. So. Das ist ja auch seltsam. In diesem Fischerort, in diesem Fischerdorf, gab es ja gar keine, gar kein Portal. Es kann sein, dass er natürlich nicht da ist. Doch, er ist da. Er weiß es ganz genau. Kaupangere war es. Genau, Kaupangere. So, er ahnt es sozusagen. Ne? So, hier. Oi, willkommen. Fremde Krieger verirren sich nur selten in uns. Wir haben doch schon mit dir gesprochen. So, was ist jetzt mit denen hier? Natürlich werde ich Ulfgrim für seinen Anteil entschädigen. Aber zunächst muss ich dekorieren und Material beschaffen, um den Laden zum Laufen zu bringen. Aha. In dieser Stadt wird dringend ein anständiger Händler benötigt. Und Ulfgrim braucht das Gold im Augenblick eh nicht. Er hatte noch nie Respekt vor Regeln. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Schmiede rechtmäßig mir gehört. Und es ist nicht so, als hätte mein Vater mir nichts beigebracht. Ich kann sein Wissen immer noch nutzen, um Rüstung zu fertigen. Ich ziehe es nur vor, keine Mordwerkzeuge herzustellen. Mhm. Kannst du uns vielleicht helfen, das zu klären? Du weißt, dass ich recht habe. Kannst du uns vielleicht helfen, okay, jetzt ist erstmal alles durch. Er hat nicht einmal das Gold, um mir meinen Anteil auszuzahlen. Ich hätte genug, weil ich dafür geschuftet habe. So wie ich immer für alles arbeiten musste, was ihm einfach zugeflogen ist. Was ihm einfach zugeflogen ist, okay. Trickbord will immer alles nur nach seiner Nase machen, weil er der Ältere ist. Aber wenn es um das Vermächtnis unseres Vaters geht, da hört es sich auf. Mhm. Schmied zu sein, ist nicht einfach nur ein Handwerk. Es ist heilig. Unsere Geheimnisse werden über Generationen hinweg gehütet. Weil nur jemand, der gutes Eisen hat, sich auch verteidigen kann. Kannst du mir hier mal aushelfen? Du weißt, dass ich recht habe. Kannst du mir hier so, mal jetzt aushelfen? Sind wir erstmal alle. Kannst du uns vielleicht helfen? So, jetzt sind wir alle Questdialoge durch. Es wäre schon Zufall, wenn der Gegenstand, den die ich... Ich habe auch noch andere Dinge. Ich okay, weiß nicht, alles klar. Sie wird uns jetzt nicht weiterhelfen können, aber hier können wir die Quest abgeben. Unglaublich. Danke, Fremder. Siehst du, zusammen ergeben diese zwei Tafeln so etwas wie einen Grabstein mit einer Inschrift. Mal sehen. 30.000 Belohnung, 2 Fähigkeitenpunkte, Nebenaufgabe, aktualisiert Geschichte, der Dwengr. Das ist jetzt fertig, ne? So, genau. Alles klar. Jetzt haben wir nur noch die zankenden Kaufleute hier. Alle anderen Nebenquests sind mit Punkte bzw. ohne Punkte abgeschlossen. Also das mit den Tannenzapfen-Schnaps, das geht bestimmt noch irgendwie anders.
So, genau. Ja, das mit den zankenden Kaufleuten. Das wäre jetzt noch die Frage. Vielleicht können wir das auch erst zu einem späteren Zeitpunkt klären. Ihr beide. Na? So. Ja, mehr können wir jetzt hier an der Stelle nicht tun. Ich glaube, wir haben hier auch alles abgesucht. Die hat uns hier einfach, die Bäuerin, die hat uns einfach die Sense weggenommen. Was ist denn hier? Leute, wir haben noch so 2, 3 Minuten. Bleibt gerne noch mit dabei, aber ich würde gerne noch mal wissen, was hier noch ist. Ich glaube, das haben wir noch nicht alles abgesucht. So, der Fallensteller, das ist eigentlich alles erledigt, ne? Also wir werden jetzt in dieser Folge nicht wieder nach Asgard zurückkehren, sondern das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Dafür reicht die Zeit jetzt nicht mehr mit aus. Ich würde hier gerne nur noch mal schauen, ob wir alles abgesucht haben. Ihr seht, es ist immer noch die gleiche Aufnahme. Na, hier liegen noch die ganzen Gestalten mit rum. Ach, da war die Höhle gewesen. Da drinnen waren wir ja schon. Aber hier nicht. Seht ihr? Genau, wir haben schon wieder was übersehen. Vielleicht ist es wichtig, vielleicht auch nicht. Und wenn hier irgendwas ist, dann werdet ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Oh Mann, warum ist der da einfach nicht lang gelaufen? Ach, hab da erledigt. Super. Aber es ist wirklich nur eine kleine Behausung, so wie es aussieht. Also wahrscheinlich nur der Vollständigkeit halber. Genau. Also wir haben nichts verpasst. Und hier oben geht's auch nicht weiter. Gut, okay, liebe Leute. Haben wir noch irgendwas übersehen? Hier oben sind wir lang gewandert, überall. Den Berg hoch. Wie hat es geendet? Hier sind wir dann rein. In die Halle der Zwerge. Genau, hier ist jetzt auch nichts weiter zu holen gewesen. So. Hier kommen wir nicht weiter rüber. Den Fallensteller, den hatten wir schon. Ja, wenn ihr noch was wüsstet. Ja, wie war das Problem jetzt mit den beiden Brüdern lösen? Weiß ich auch nicht. Und auch hier haben wir im Ort alles abgesucht. Hier gibt es auch keinen Weg mehr. Hier irgendwo gibt es auch nichts mehr. Ja, ich werde natürlich jetzt hier nicht speichern, sondern ich möchte in der nächsten Folge wieder in Asgard wieder starten und schauen, wie es dann weitergeht. Ich werde die Aufnahme jetzt an der Stelle beenden. Ihr könnt gerne wieder super Kommentare geben. Ihr habt den einen oder anderen von uns auch sicherlich weitergeholfen. Vielen Dank, dass ihr immer wieder mal was reinschreibt und Hinweise, Tipps gibt. Und aus dem Grunde wird daraus nämlich ein Let's Play. Ja, vielen Dank und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Zumindest aus der jetzigen Sicht steht das ja noch bevor. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin macht's gut. Euer Beard, euer Beardman. Tschüss, Leute.